Was geht YouTube? Hier ist Nerd und Hanne. Mein Name ist Nerd und in heutigem Video geht es um neuen besten Platz in The Division. Wir haben mittlerweile Jahr 6 Season 1 bekommen und es gab eine ganz große Änderung. Es ist mittlerweile so, dass man auch, wenn man neuen Charakter erstellt, aus New York nach der Einführungsmission zurück nach Washington reisen kann und ja, und seinen neuen Charakter in Washington Level. Klar, natürlich, wenn man vielleicht ein paar Pipples hat, die einem hochziehen können, die einen mitschleppen, die ziehen dich dann durch. Dauert es aber auch seine Zeit, bis sie dich durchgezogen haben, braucht auch meistens in der Regel, glaube ich, 2 Stunden. Aber was geil ist zurzeit und was richtig Bock macht für einen Solospieler, ihr werdet es mir nicht glauben, aber wirklich für einen Solospieler, ich habe mir einen diesen Char erstellt. Ich bin 1,5 Stunden habe ich gestern gezockt oder so und bin so weit gekommen. Ist auch nicht die schnellste Methode, aber die Methode, die Spaß macht. Warum? Weil man nicht nur leveln kann, sondern auch Exo-Komponente nebenbei farmen kann. Dann würden schon einige von euch sagen, was? Klar, wir wissen schon, wovon du redest. Ja, es ist Darkzone. Und das ist mittlerweile so, dass wir nicht die 40er Darkzone haben, die man normalerweise aus dem Spiel kennt. Ja, ja. Danke für die Übertragung. Sondern die Darkzone 31 bis 39. So, und in dieser Darkzone stecken die Leute drin, die halt, ja, in diese Zwischensequenz stecken, so gesehen. Das heißt, entweder haben die einen neuen Char gemacht oder die haben 30er Charakter gespielt und jetzt natürlich auch diesen Übergang von 30 bis 40 mitmachen. Aber auch die dann dementsprechend jetzt neu looten müssen, um mit den Sachen voranzukommen. Aber wie gesagt, ich habe gestern gespielt und ich habe nur die Spieler getroffen, die jetzt einen neuen Charakter haben, die in New York waren und die, wie gesagt, in Dark Zone gespielt haben. Und das ist ein ganz anderes Spiel. So, als erstes, was ich gemacht habe, Spezialisten. Ich habe mir Überlebensexperte genommen, weil Schutz vor Elite, ne, man weiß ja, Medikit, der dafür sorgt natürlich, dass man auch sehr gut geheilt wird halt dementsprechend. Was aber noch, was ich noch gemacht habe, und zwar habe ich hier bei der Khalid, habe ich hier die Blaupausen abgeholt und diese Blaupausen geben dann charakterübergreifende Ressourcen für euch. Das heißt, ihr könnt auf die gesamte Ressourcen, die ihr so habt, greifen, also zugreifen. Und was ich gestern erreicht habe, ich habe wirklich die 1,5 Stunden gespielt, und zwar 13 Exo-Komponenten habe ich gefarmt, weil diese Kisten keiner nimmt. Es ist wirklich so, es war keiner da gestern Abend, der diese scheiß Kisten aufgemacht hat. Ich habe die Kisten abgefarmt, ich habe die ganzen Wahrzeichen abgefarmt. Wir haben mit mit Missionen probiert, ne? Alleine zu spielen, klar, natürlich, wenn jemand dich durchzieht, ist eine andere Sache. Aber wenn du alleine bist und keiner dich durchziehen kann. Wir haben zum Beispiel hier, dies hier die Hauptquartier, wo du auf schwer spielen kannst. Das ist die höchste Stufe. Und mit Invasion. Mit Invasion hat man 345.000 EP. So, normale Mission, wenn wir zum Beispiel hier anschauen, die ich jetzt auf schwer spielen würde, da bekomme ich 156.000. Und eine Mission zu spielen dauert auch 10, 15 Minuten, um ja, durchzukommen. Das ist in der Dark Zone anders. Das heißt, wenn wir, ja, von hier kann ich euch das mal eben nicht zeigen, zeige ich euch gleich. Da sind pro Wahrzeichen, die sind auch nur leicht oder schwer, von knapp 90.000 bis über 100.000 pro Wahrzeichen. Ein Wahrzeichen dauert eine Minute. Es ist wirklich so. Bei leichten Wahrzeichen ist nur eine Welle und der Boss. Und bei schweren Wahrzeichen sind 2 Wellen und der Boss. Und der 2 Wellen und der Boss, der schwere Wahrzeichen, dauert 1,5 Minuten. Dann zu der Ausrüstung. Ausrüstung, wir haben einen Vorteil, weil wir unsere Bibliothek, also auf unsere Bibliothek zugreifen können. So, wir sehen können, ich habe die gesamte Bibliothek bei mir drinne, was natürlich bemerkbar ist. So, wir sehen können, wir haben nicht die Werte, die wir eigentlich normalerweise haben
sollten, weil wir natürlich Teile haben. Ja, zum Beispiel hier ist ein lila Teil, hat natürlich nicht diese Werte, aber wir können die Werte draufrollen, die wir bei uns in der Bibliothek haben. Das ist mega. Ne? Also bei den goldenen Teilen haben wir schon fast die Werte, so wie wir sehen können. Gefahrenschutz hier, Maxwert bei 8,2. Muss bei 10 sein. Wir haben einen 32er Teil, aber ich habe einen Maxwert von Chance auf kritische Treffer, was ich mir draufgerollt habe. Die Waffen und die zum Beispiel F2000, die habe ich aus der Kiste bekommen. Zeige ich euch gleich, welche Kiste. Schaden gegen ungedecktes Ziel, ich konnte ich Maxwert hier draufrollen. Waschstrapaziert passiert schon drauf. Und so wie sehen können, die Teile, die ich hier spiele, sind einfach nur lächerlich. Worauf ihr achten sollt, auf jeden Fall, dass ihr über 50 Chance seid und dann so viel wie möglich Crit-Schaden rausholt. Und ich habe natürlich Schadenstalente hier mit dran. Ich habe hier Wachsamkeit draufgerollt. Ne? Vielleicht mit Unzerbrechlich und sowas habe ich jetzt keine gute Weste, die ich ergänzen kann. Aber die Teile, die ich jetzt auch spiele, sind vollkommen ausreichend. Wir wollen kein PvP spielen, sondern wir wollen Bots abfarmen. Aber auch wenn man PvP nebenbei spielt, sind diese Set-Teile vollkommen ausreichend. Obwohl ich sie jetzt hier habe ich hier gerade mal 400.000 Rüstung. Ich werde aber in der Redaktion angepasst. Ne, auch die Waffenschaden wird angepasst an die anderen Spieler, die da halt sind auf diesen gewissen Wert. Wo ich mir die Teile geholt habe, man kann natürlich kaufen oder man hat diesen wöchentlichen Behälter. Ich habe die nie abgeholt. Ich habe vielleicht 8 oder 10 Stück. Und aus diesen Behältern habe ich die Teile bekommen. Das heißt, wenn man mit dem 32er Char, den ich jetzt hier habe, diese Behälter rausholt, hat man 32er Behälter. Und pro Levelaufstieg bekommt man auch einen Behälter. Der ist auch Gold, also ne, ein goldener Behälter. Und da kann man auch dementsprechend die Teile rausfischen, also anziehen und dann das draufrollen, was ihr braucht. Und das ist, wie gesagt, schon vollkommen ausreichend. So, dann kurz zur Dark Zone, um zu schauen, ob die Kisten verfügbar sind. Scanne. Zugriff. Was passiert? Ich bin sofort in der Dark Zone, habe sofort Zugriff darauf. Ich habe ein Wahrzeichen normal und ein Wahrzeichen schwer. Gut, das wechselt sich immer wieder ab, wie gesagt, wenn man die Wahrzeichen abfarmt. Aber da zeige ich euch EP. Da haben wir hier EP 125.000 und EP für normales 94.000. Es sind wirklich, das ist nichts, ne? 94.000 für, es sind keine Minute. Du bist keine Minute mit einem Wahrzeichen beschäftigt. Ne? Guckt euch jetzt die Bots an. Die schmelzen dahin. Und mein Set ist nichts, ne? Da ist nichts drinne. So, da seht ihr jetzt die Anpassung. Ich habe jetzt 827 Rüstung und Waffenschaden ist auch gestiegen. Das heißt, ich werde hier komplett angepasst. In den, warte mal, wo ist er? So, in der Dark Zone, ja, besetzte Dark Zone ist genau das gleiche, da wird immer genauso angepasst. Obwohl es besetzt steht, aber man hat auch drei Nachschublieferungen und wird auch angepasst. So, gucke mal an. Die Kiste ist natürlich da, wie ich es auch gesagt habe. Zerstören. Exokomponente, so wie ihr sehen könnt, unten. Und ja, die Z-Ressourcen. Unten ist ein Wahrzeichen. Das werde ich euch mal eben auch zeigen. Gucken, ob die Kisten da sind. Und was ein Wahrzeichen ist das? Normal. Okay. Wir gucken mal, wie schnell das geht. Tim, tim, tim. Hier kommt die Fahrstuhlmusik jetzt. Tim, 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 tim. Ne, geh auf. Das, glaub, an dieser Stelle haben sie. Ah, Bergung, da ist auch einer unterwegs. Obwohl hier einer auf dem Server ist, macht er nicht die Kisten auf. Das hatte ich gestern die ganze Zeit gehabt. Ah, komm schon, sterb. Gleich sterbe ich. Nicht übertreiben, Jungs. Da haben wir unseren Boss. So, wo ist der letzte? Und fertig! Das Wahrzeichen ist erledigt. Guckt euch das mal an. 94.000 EP. Wahrzeichen gesichert. Das ist keine Minute. Das dauert wirklich keine Minute.
Man kann auch ein bisschen Spaß haben. Lebensenergie, Erneuerung, Kopfschüsse, ne, das ist Müll, kann es zerstören. Und es droppen auch Exos, also vom Bots, also von Bossen, droppen auch Exos. Gestern Pestilenz bekommen. Pestilenz bekommen, wie gesagt. Und das geht eigentlich an sich so schnell. Man kann auch so viel Spaß, sag ich mal, auch hier haben. Auch die Gegner, wenn man jetzt einen Spieler hat, gegen den man kämpft, sind nicht overpowered. Die spielen mit dem gleichen, mit den gleichen Set-Teilen, so wie ihr auch. Obwohl ich ja nichts Außergewöhnliches hier bei mir habe. Wie gesagt, das ist nur zusammengewürfelt. Es geht noch besser, noch mehr. Ja. So, das war's von mir, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wer noch nicht abonniert hat, Abo da lassen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Reingehauen. Ciao, ciao.